Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon 3D. Ja, wir spielen nach so vielen Jahren wieder ein Pokémon-Game auf meinem Kanal. Kein offizielles, aber ein Fangame, ein richtig gutes Fangame. Und eigentlich, wollte ich ja mit dem Spielstand aus dem Stream weitermachen. Aber das Problem ist, das Spiel hat ein neues Update erfahren und, den Spielstand kann ich nicht laden, weil jetzt das Spiel über der Plattform, nun spielbar ist und dadurch nochmal alles neu und es wurde so viel geupdatet da und ich bin wirklich gespannt, was geupdatet worden ist und das gucken wir uns an. Also ihr seht jetzt nochmal einmal das Game in voller Pracht von neu und ich freue mich drauf. Weil hier seht ihr, Spielplan weiter geht nicht, also New Game. Und das ist noch auf Englisch. Wie gesagt, ich werde das jetzt alles nicht nochmal vorlesen. Also ich habe es im ersten Teil auch nicht vorgelesen. Ich will es jetzt einfach nur spielen. Und das Pokémon ist auch ein bisschen anders als das, was wir... Egal. Ja, mysteriöse Dinge, bla 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 bla. Ich werde jetzt die ersten Minuten mich ein bisschen beeilen. Damit wir hier... vorankommen und ich werde natürlich in diesem Spiel meinen Namen tragen und ja, let's go! Dieses LP wird sogar mit ja einem Twitch-Logo begleitet. Vielleicht ändere ich das noch um. Werde ich auch bestimmt. Und, das ist jetzt nur so. Weil ich damit heute, ich hätte eigentlich damit rechnen können, dass das Spiel Baphomets Fluch vorbei ist. Und, ja. Naja. Wir spielen jetzt das schöne Spiel. Ach ja, ich brauche eigentlich nur das hier zu drücken. Gibt's irgendwie? Ah ja. Do you want to view a mystery events? Ich würde gerne. Gibt's mystery events? No. Zurück zum Spiel. Ja, zurück zum Spiel. Autosave kann nicht erstellt werden. Was soll das denn heißen? Hallo, ich möchte gerne zurück. Hallo, wie komme ich denn hier zu... Ach, mit E. Ja, mit E interagiert man. Das ist Klari. Klari, Klari. So. Ja, also, viel erklären brauche ich, denke ich mal, nicht. Das habe ich ja schon genug getan im... Oh, die Mutter hat irgendwie ein bisschen mehr Farbe bekommen, kann das sein? Die haben irgendwie was im Game geändert. Also das Game wird natürlich jedes Mal geupdatet. Ja, ich werde der Allerbeste sein. Yo! No! No, sagte ich. No! So. Warum das jetzt nicht mit E ging, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ja, lalalala. Also, hier ist meine Nummer. Ja, ruf an, wenn es Essen gibt. So. Oh. Ah ja, mit. Ich habe es jetzt auf Deutsch gestellt. Also, das Menü ist auf Deutsch. Was alles hier noch so auf Deutsch ist, das werden wir mal sehen. Ist hier irgendwie was anders? Ich weiß nicht, irgendwie die Tür sieht auch ganz anders aus. Und es regnet.
Kann man hier... Ich glaube, die haben das Spiel erweitert. Keine Ahnung. So, da steht der Typ. Aber wir wollen jetzt in dem ersten Part keine Zeit verlieren. La da da dang, la 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 la. Ich guck dich nicht an. Da 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 da. Bam bam. Tra la 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 la. Und wir spielen ja noch eine Challenge. Die möchte ich gleich nochmal erklären. Doch wir suchen uns einen Pokémon-Partner aus. Eins von drei wird es sein. Ich glaube, ich hatte Kanimani. Oh. Da 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 da. Ist ein Gras-Pokémon. Warum kann ich plötzlich mit den Pfeiltasten spielen? Das ist alles so sehr konfus. Und Kanimani, come into my team. Ich möchte gerne mit. So. Muss ich mit Enter machen. La 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 la. Nein. Ja, also die Challenge besteht auch darin, wie ich es in dem Stream angekündigt habe. Ich werde kein festes Team haben, außer Kanimani wird es, oder hatte ich da Feueregel genommen? Im Stream, keine Ahnung, ich nehme jetzt Kanimani. Ich werde kein festes Team in diesem Spiel haben. Jede Route hat eine bestimmte Anzahl an Pokémon, wie ihr ja wisst. Und ich werde so lange Pokémon fangen, bis ich 6 Pokémon habe. Und ab dem Moment, wo ich ein siebtes Pokémon, achtes, neuntes etc. habe, werde ich das Pokémon, was am höchsten gelevelt ist, austauschen. Oh, sogar der Name, der Stadtname ist auf Deutsch. Und die Pokémon-Name war ja auf Deutsch, ja. So, ich bin jetzt gespannt, ob das Kampfsystem jetzt geupdatet worden ist. Ich bin so ho gespannt. Tralala, la 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 la. Schöne ist, jetzt habe ich auch mal die Aufnahmezeit im Blick. So. Dann zeig mal, was du kannst. Wir sollten trainieren. So, Kanimani. Kratzer. Na, das ist ja keine reife Leistung von ihr. Hut. Hut, Hut. So. Wie gesagt, das Battle System is not final. Feine, feine. Ich glaube, die haben einfach den Weg zur Pokémon-Liga jetzt geebnet. So, dass wir einen schönen langen Part haben werden. Dann. Tral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 
Jetzt möchte ich das so gut es geht auf 100% schaffen, aber da es ein Fangame ist, weiß man nicht, was derjenige noch verändert hat. Sind die Pokémon vielleicht in bestimmten Gebietsabschnitten anders als in dem normalen Spielen oder ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden mal gucken. Hallo, Kanimani. Danke. So, Level 6 ist erreicht. Hier sehen wir nochmal eine ausführliche Auflistung der Stats. Und wir erlernen Aquaknarre. Yo. Und erhalten noch zugleich einen Trank. Oh, guck mal, mein Kanimani. Hallo, Kani. Ah, diese Musik. Ah. Schon im Stream musste ich schwärmen. Oh, wir haben ja jetzt... Alter, die Aquaknarre haut doch jetzt rein. Es regnet. Zack. Wir haben doch jetzt voll den Vorteil. Ja, du kannst so viel heulen, wie du möchtest. Ich hoffe, der Entwickler hat die neuesten Kampfregelungen eingebaut. Weil es ja zu einer bestimmten Generation ja physisch und spezial... hier heißt es nochmal... nach dem Typ bestimmt worden ist und nicht nach der Attacke selbst. Das heißt, damals war ein Hyperstrahl eine physische Attacke. Ja, eine physische Attacke. Ein Strahl, ein Energiestrahl. Physisch. Mhm. Ja, Hutut hat sich da jetzt auch gedacht, physische Hyperstrahl-Attacke, nein danke. Da waren bestimmte Pokémon mit dieser Attacke richtig krass, zum Beispiel Dragoran. Weil Dragoran, deswegen war Dragoran auch in den ersten Generationen, also in den ersten drei Generationen so stark. Erstens, es hatte eine hohe einen hohen physischen Angriffswert. Zweitens war auch die Attacke Hyperstrahlen ziemlicher Overkiller und das gepaart hat einfach Dragoran wirklich in der Top 4. Das werden wir auch in diesem LP sehen, hat es alles overhittet. Ja. Ich bin gespannt, welche, ob wir die gleichen Pokémon haben werden wie im Stream. Warum bekommt er kein... Naja, das Kanimani passt sich dem Trainer an. Der Trainer ist selber ein Lahmarsch. Im Real Life. I. So, wo muss ich denn... Alter, ich habe voll den Fahne verloren. Müssen wir hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Orientierung gerade voll verloren. Aber das ist das Geile an diesem Spiel. Es ist... in 3D. Wie geil ist das denn? Oh, da kommen mir die Tränen. Es kommen mir sowieso die Tränen, dass ich jetzt mal wieder... Ne? Aber natürlich, möchte ich ja es nicht gleich wieder verscherzen und werde dann die Videoeinstellung auf YouTube so bearbeiten, dass es da keine Probleme gibt. Aber es hat auch mit dem Stream, als ich den Stream hochgeladen habe, keine Probleme gegeben. Deswegen... La 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 la. Das Problem bei diesem Game wird es jetzt sein, dass ich aufhören muss, immer die Aufnahme zu beenden. Und OP, möchtest du nicht mit mir reden? Yo, Rookie Trainer, aren't you? I can tell you. Tut mir leid, I Digivolve Tour Champion. Trainer. No, I am a Mega Trainer. Das ist das Pokémon Center. Da kann man seine Pokémon heilen. Dieses ist...
Pokémon macht und die verkaufen Pokémon-Bälle. Lam, bam, 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 bam. Da ist die Route und das da oben ist, wie ich schon erzählte, die Schienen von Ducatia City. Und mir ist jetzt der Name auch eingefallen, was mir im Stream entfallen ist. Ja, da, 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 da. Ich habe wirklich den Namen der Ducatia City im Stream vergessen, als ich erklären wollte, als ich diesen Zugdings da. Ich muss andere Seite zeigen. erklären wollte. Hey, ich will Turbo-Treter haben. So. Jetzt können wir nämlich rennen. So, warum der sich jetzt da komplett du sollst rennen. So. Aber wir gehen erstmal kurz mal hier rein. Da da bam bam la 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 la. Ich möchte gerne etwas kaufen. Und die haben wirklich diesen Store richtig geil gemacht. Also, Medizin, da wird wohl dann Bälle kommen noch. Ups, da. Ich würde jetzt gerne zurückgehen. Was? Oh, es gibt sogar... Oh, mit Q wird sogar erklärt. Oh, ich wollte keinen kaufen. Ich wollte keinen... Verdammt. Ah, mit E zurück. Mit E zurück, mit Enter bestätigen. Muss ich mir mal merken, damit ich nicht mit Maus spiele. Dann spiele ich wieder. Ich bin voll der... Overkiller hier. So, und im Pokémon Center möchte ich euch auch nochmal was zeigen. Ihr fragt euch sicherlich, was... Das ist ein Mystery Gift Schalter. Ich habe erst im Stream das nicht kapiert, aber nach einer Weile, als ich das angeklickt habe, habe ich es kapiert. So, Schwester Joy, tun Sie es. Tu es, tu es, tu es. Oder auch nicht. Oder Shinera, wie in den ersten Generationen. In den ersten Generationen gab es immer ein Shinera. Und in der zweiten Generation hat man sich so gedacht, nein, Shinera, du darfst da nicht mehr stehen. Du bist ein Pokémon und Pokémon dürfen anderen Pokémon nicht helfen. Wie doof ist das denn? Das arme Shinera. Ich finde es geil, dass sie dieses Easter Egg aus der ersten Generation da reingebracht haben. Das ist richtig geil. La la da 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 da. Also ich möchte jetzt mindestens, sagen wir mal, der erste Part wird einfach ein bisschen länger. Waren wir schon in der Arena? Nein. Wir waren nur bis zum Rivalenkampf gekommen. Nee, wir hatten schon Pokémon. Wir haben in der oberen Route, wenn wir jetzt wieder dann gleich zurückgehen auf der ersten Route in Johto, die man betritt, der schenkt uns jetzt alles Mögliche. Schenkst du? Okay, gut. Dann nicht. Haben wir uns einige Pokémon gefangen und sind nicht weitergegangen. Und ich möchte, ja, mindestens bis Anfang Viola City kommen. So, Hutut. Damit ich auch, ja, genug habe. Genug aufgenommen habe. Warum mache ich denn hier Kratzer? Was soll denn das? Kanimani, du kannst schon eine Aqua-Knarre. Aber warum ist dieses Hutut so... Okay, gut, mein Pokémon ist langsam, okay. Aber warum ist ein Aqua-Knarre denn nicht so stark? Es regnet doch. Oder wird das noch nicht berechnet? Haben die das noch nicht ein... reingemacht. So, das weiß ich noch aus dem Stream. Da ist ein Anti-Paralyse-Ding. Ein Paraheiler. Der Baum ist mir neu.
Entweder habe ich ihn vollkommen ignoriert. Ignoriert, jo. Ah, stimmt. Aprikokobälle gab es, glaube ich, damals. Also, als ich hier in das erste Mal dieses Spiel gespielt habe, nicht. Also, ich habe keine gefunden, oder? Oh, ich habe so eine Gedächtnislücke. Tut mir leid. Seit wann gibt's auf dieser Route Zubats? Das meinte ich mit andere Pokémon auf der Route. Da gibt's Zubats. Warum? Macht jetzt seinen Aquaknarrer. Blutsauger. Was? Wie viel KP lädt ein Blutsauger denn auf? Cheetah. La 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 la. Nee, ich glaube, Aprikoko-Bäume hatten die noch nicht einprogrammiert. Jetzt sind sie drinne. Da huste ich vor Freude. Und weiter geht's. So. La 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 la. So. Ah ja, ich sollte mal da ins Haus reingehen. Ich habe gerade. Hey, yo. Ja, Professor Lind hat mich geschickt, um dein komisches Ei da entgegenzunehmen. Also nicht das Ei, was ihr denkt, sondern das andere Ei. So, ja, und das ist Professor Eich und er sieht immer noch jung aus mit seiner neuen Anti-Faltencreme aus Slimer-Essenz gewonnen de Zutaten. Falls ihr euch fragt, was das hier oben ist, ne? Ich bin auf die glorreiche Idee gekommen, mal so einen Popschutz zu, improvisieren. Ja, dann gehe ich jetzt zu Goldenrod City, auch Tukatia City genannt. Und er heilt meine Pokémon. Das ist sehr lobenswert, alter Mann. Alter, freundlicher Mann. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hello. Where are you? Klick. Dramatische Szenen. Schon im ersten Part? Nein, sind es nicht. Da. Quapse weiß ich, dass es das gab. Ich glaube, das war, Kristall-Edition. Und irgendwie bekommt man, also in den Originalspielen hat man nachts kaum eine Vielfalt gehabt. Da gab's Hutus wie am Fließband. Doch hier haben sie es wirklich, oh, das war ein Quapsel. Habt ihr das gehört im Hintergrund? Ich hoffe, ich hab nicht. Ach, schon wieder. Süß. Ja, im Hintergrund kommen so einige Pokémon-Geräusche. Ich werde keine Beeren einpflanzen, weil aus Gründen. So, da. Ach komm, wir gehen jetzt einfach in den Kampf rein. Ich bin bereit, ich mach dich fertig. Guck mal, wer da kommt. So, der erste Pokémon-Kampf in diesem Spiel. Er hat ein Endivier. Warum hat er ein Endivier? Aus dem Grund, weil er es geklaut hat. Aua. Ja. Das ist meine Attacke. Den Kampf im Stream haben wir erfolgreich gewonnen, das weiß ich. Cheetah.
Ja, natürlich muss das so weitergehen. Glaub mir, im Stream hatte ich nur sowas, nur Volltreffer. Irgendwann dachte ich, okay, das Spiel will mich schon one-hitten im ersten Kampf. Auf Wiedersehen. Ja, so sieht dann ein Trainerkampf hier aus. My name is bla 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 bla. Yay, ich jumpe durch die Gegend. Yay. Sollte mal ein bisschen mehr die Turbo-Treter nutzen. Warte, ich muss das erst so machen. Man muss erst Shift drücken und dann rennen. Dam pam pam. La 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 la. Da, nehme ich doch nochmal das mit, weil ich es brauche. Her mit den Aprikokobällen, die werden helfen und tralalalala. So. Rennen. Warte mal, wir rennen lieber hier durch. Da, bam, 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 bam. Ja, okay, gut. Die Zäune sieht man jetzt sozusagen nicht oder die Erhöhung. Ich renne. Ach ja, die gute alte Musik ist schön. Wer ist denn das? Ich habe gehört, es wurde ein Pokémon gestohlen. Was? Du warst es nicht. Und sein Name. Da bin ich viel zu spät drauf gekommen. Denn als wir das gespielt haben, war der liebe Yannick im Chat. Und ich nenne ihn jetzt einfach Yannick mit kleinen Y, großen A und N und nochmal M. So. Schöne Grüße an Yannick. Ja, Yannick war der. Der klaut immer. Das ist ein echter Dieb, ist das. Ein Langfinger. So. Hey, Jo. Ich spreche mit dir. Ein Pokémon-Ei. Was ist das denn? Da, gib mir den Pokédex. Ich möchte. Ach, bin ich jetzt schon auf dem Champion-Level, ja? Dank eines Pokédex, was als Digivice, so blöd. Ja, jetzt laber nicht so viel. Oh. Du machst mir Angst. Hey, warte, ich hab noch was für dich. Ich bin voll der Giftman. Und weißt du was? Wir werden nicht nochmal zur Mutter gehen. Ich werde jetzt einfach hier durch hinstreiten. Oh, das war. War das ein Safcon? Keine Ahnung. So. Ja, da, weil die Mutter will nur irgendwas mit Geld und. Ganz ehrlich, nein. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's rund. Jetzt wollen wir mal ein paar Pokémon fangen.